Moin moin liebe Chromebook-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge So geht Chromebook. In meiner heutigen Folge möchte ich euch zeigen, wie ihr den Google Assistant auf Deutsch auf eurem Chromebook aktivieren könnt. Der Google Assistant funktioniert standardmäßig, also in der Standardkonfiguration eures Chromebooks nicht. Und das erkennt ihr unter anderem daran, wenn ihr nämlich die Suchtaste und A drückt, dann kommt hier unten Google Assistant spricht diese Sprache nicht. Ich mache das nochmal. Suchtaste und A. Google Assistant spricht diese Sprache nicht und ihr seht das Ganze auch daran, dass dieses Logo hier, also dieser Kreis vom Launcher, dass der nicht ausgefüllt ist und das wird sich im Laufe dieses Videos ändern. Und wie ihr den Google Assistant aktivieren könnt, das zeige ich euch jetzt. Bevor wir anfangen, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet. Bei So geht Chromebook findet ihr alles zum Thema Chromebooks und Chrome OS. Um den Google Assistant zu aktivieren, gehen wir in die Einstellungen rein und im Einstellungsbereich klicken wir dann auf Erweitert und auf Sprachen und Eingaben und hier oben klicken wir dann auf Sprachen Deutsch. Hier sehen wir jetzt Deutsch als Sprache und das sieht ja eigentlich erstmal richtig aus, aber wir müssen jetzt hier auf Sprachen hinzufügen gehen und dann scrollen wir ein bisschen nach unten und dann klicken wir hier auf Deutsch Deutschland und fügen das hinzu und haben dann hier sozusagen Deutsch Deutschland als Sprache und die Sprache des Gerätes müssen wir dann hier oben ebenfalls nochmal ändern. Und zwar, oh Wunder, auf Deutsch Deutschland. Und dann klicken wir auf Bestätigen und Neustarten. Wenn ihr übrigens wissen wollt, wie ihr euer Chromebook ganz einfach neu starten könnt, dann habe ich da einen kleinen Hack für euch. Klickt einfach auf das Video oben in der Infokarte. Dort habe ich euch gezeigt, wie ihr euer Chromebook neu starten könnt. So, nachdem wir jetzt unser Chromebook neu gestartet haben, erkennen wir auch hier links unten, dass etwas anders ist. Nämlich dieser Kreis vom Launcher, der ist jetzt nämlich ausgefüllt und das ist für uns das Zeichen, dass der Google Assistant aktiviert ist. Ich gehe jetzt nochmal in die Einstellungen rein und dann sehen wir auch direkt, dass noch ein paar andere Dinge sich geändert haben. Nämlich, wenn wir auf Gerät gehen, dann sehen wir hier Suche und Assistant und dann sehen wir hier, dass der Google Assistant wie von Zauberhand aktiviert wurde. Und hier gehe ich jetzt nochmal drauf, damit wir uns nochmal hier die Einstellungen vom Google Assistant angucken können. Zum einen natürlich die Möglichkeit, den an- und auszustellen. Also jetzt ist er standardmäßig natürlich an, nachdem wir die Sprache angepasst haben. Dann können wir den Bildschirmkontext verwenden. Also erlauben Sie Assistant proaktiv zum aktuellen Bildschirminhalt passende Informationen anzuzeigen. Dann hat man die Möglichkeit, OK Google zu aktivieren, so dass man mit der Sprache das Ganze auch aktivieren kann. Das mache ich jetzt mal an. Und hier sieht man dann auch, dass man dem Assistant beibringen kann, die Stimme zu erkennen. Ich klicke jetzt hier mal auf Neu trainieren. Und dann sagt er hier mit Voice Match auf Assistant zugreifen. Dem stimme ich jetzt mal zu. Und jetzt muss ich hier sagen, okay Google. Sagen Sie noch einmal, okay Google. Sagen Sie jetzt, okay Google. Sagen Sie noch einmal, okay Google. So, und jetzt habe ich dem Assistant beigebracht, meine Stimme zu erkennen. Und jetzt ist auch okay Google eingerichtet. Ja, und jetzt hat er auch... Jetzt hat er es ganz offensichtlich erkannt und hat auch den Assistant direkt gestartet. Die Herausforderung ist jetzt natürlich, wenn ich sage, okay Google, dass er das Ganze dann natürlich hier direkt öffnet. Und er hat auch... Dankeschön. Und er hat natürlich das jetzt hier auch gut erkannt. Also die Stimmerkennung von Google ist schon wirklich echt stark mittlerweile. Und hier haben wir dann eben die Möglichkeit, auch mit diesem, ich mache es jetzt mal aus, auch mit OK Google, genau, jetzt funktioniert es natürlich nicht mehr, den Google Assistant zu starten. Ob ihr das nutzen möchtet oder nicht, das bleibt natürlich euch überlassen. Es kann natürlich sinnvoll sein, auch diese Sprachsteuerung zu aktivieren. Und dann natürlich hat man die Möglichkeit, Benachrichtigungen zuzulassen, dass der Assistant auch Benachrichtigungen schickt. Wenn ihr übrigens wissen wollt, wie ihr die Benachrichtigungen generell deaktivieren könnt, dass die hier rechts unten nicht störend auftauchen, dann schaut euch gerne mal dieses Video an, was ich euch oben jetzt in der Infokarte verlinkt habe. Dann hat man hier noch die Möglichkeit, eine bevorzugte Eingabe auszuwählen. Das lasse ich jetzt auch mal. Und man hat hier noch weitere Google Assistant Einstellungen, die ich so noch individualisieren lassen kann. Schaut euch das am besten einmal an und passt es auf eure individuellen Vorlieben bzw. Interessen an. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch jetzt dieses Video weitergeholfen hat und dass ihr jetzt wisst, wie ihr den Google Assistant aktivieren könnt. Also wenn wir jetzt hier nochmal
mal das schließen, dann könnt ihr jetzt ganz einfach mit der Suchtaste und A den Google Assistant öffnen, könnt hier dann eine Nachricht eingeben oder könnt hier eine Spracheingabe natürlich auch machen, wenn ihr wissen wollt, wie das Wetter wird und gerade keine Lust habt zu schreiben, dann könnt ihr das ganz einfach fragen. Also, wie wird das Wetter in Hamburg? Aktuell ist es in Hamburg teilweise bewölkt bei 12 Grad. In der Nacht wird es überwiegend bewölkt bei 8 Grad. Ja, und dann verrät uns der Google Assistant, wie das Wetter wird. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Wie gesagt, Suchtaste und A, dann habt ihr die Möglichkeit, das Ganze zu nutzen. Probiert auch den Google Assistant ganz einfach einmal mit eurem Chromebook aus. Und wenn euch dieses Video weitergeholfen hat und gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein zukünftiges Video von mir verpasst. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Video.